Ich lese erst einmal vor den nächsten Abschnitt aus dieser Lehrrede, der nach den Vertiefungen kommt. Und zwar werden hier in dieser Lehrrede nur die ersten vier Vertiefungen angesprochen, was sehr häufig der Fall ist. Aber wir werden in einer anderen Lehrrede noch die anderen vier auch hören und durchnehmen. Aber es ist sehr häufig, dass wir nur von den ersten vier hören und auch es erwähnt wird, dass die anderen vier eine Erweiterung der vierten sind. Also hier ist es der Fall, die ersten vier. Wenn sein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich ist, richtet er ihn auf die Erkenntnis von der Vernichtung der Befleckung. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dieses Dukkha. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist der Ursprung von Dukkha. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist das Aufhören von Dukkha. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist der Weg, der zum Aufhören von Dukkha führt. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies sind die Befleckungen. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist der Ursprung der Befleckungen. Er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist das Aufhören der Befleckungen. Und er erkennt unmittelbar, wie es tatsächlich ist, dies ist der Weg, der zum Aufhören der Befleckungen führt. Das Erste, was hier an diesem Paragraphen von Interesse ist, ist, wie der Geist beschrieben wird. Ein konzentrierter Geist. Er ist geläutert. Davon haben wir schon gesprochen. Eine Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Je mehr Sekunden man aneinander reihen kann, desto mehr Läuterung bekommt man. Die Achtsamkeit außerhalb der Meditation führt die Läuterung weiter. Wenn man sich vom Kissen erhebt und dem Geist wieder alles erlaubt, was er immer schon machen durfte, dann ist die Gegenarbeit gegen die Läuterung sehr stark. Was auch damit zusammenhängt, dass man dann wieder Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Daher außerhalb der Meditation das Weiterführen. Er ist klar. Das heißt, weil er eben ungetrübt ist, er ist nicht getrübt von den unheilsamen Geistesformationen, hat er Klarheit, hat keine Trübung. Daher ist der Moment nach den Vertiefungen der beste Moment, um Einsicht zu bekommen. Die Trübungen der Illusionen, die Trübung der Hoffnung, die Trübung der Ideen, Ansichten und Meinungen sind zu der Zeit nicht vorhanden. Ein konzentrierter Geist, der dann aus dieser Konzentration, aus der Tiefe kommt, hat eine andere Klarheit. Ein gewöhnlicher Geist kann diese Klarheit nie haben. Es ist unmöglich. Es gibt keinen geläuterten Geist, der sie nicht meditiert, auf irgendeine Art und Weise. Es muss nicht so sein, wie wir das machen. Es gibt andere Möglichkeiten, den Geist konzentriert zu halten und zu läutern. Aber klar kann er nur werden, wenn er total ohne jede Trübung ist. Das heißt, hier wird gesagt, makellos. Das bedeutet nicht, dass der Geist nun makellos bleibt. Das ist erst möglich für den Erleuchteten. Aber es ist möglich, dass man Momente hat. Und diese Momente sind nach den Vertiefungen oder nach der Konzentration, wollen wir sagen, die klarsten und makellosten. Da ist am wenigsten Persönlichkeit drin. Sobald wir Persönlichkeit in unserem Geist haben, nämlich ich glaube, ich weiß, ich werde, ich kann, ist der Geist getrübt. Das sind die Trübungen des Geistes. Es gibt noch mehr davon, wir werden die gleich hören, aber das ist die Hauptursache der Trübung. Er ist der Unvollkommenheiten ledig. Das heißt, zu der Zeit,
Wo er konzentriert und geläutert ist und keine Trübung hat, sind diese ganzen Unvollkommenheiten nicht im Geist. Die Unvollkommenheiten sind viele. Und wir haben von den bekanntesten schon gesprochen, und zwar den fünf Hindernissen. Und die sind die, die gröbsten. Das sind die Unvollkommenheiten. Das heißt, die Begierden und das Übelwollen, der Hass, die Ablehnung und die Unruhe, die Aufgeregtheit, die Lässigkeit und Trägheit des Geistes und die Zweifelsucht. Und das sind die fünf, die sozusagen am gröbsten sich zeigen. Und zu der Zeit, wo der Geist sich also auf solche Weise geläutert hat, hat er die nicht. Er kann sie natürlich sehr schnell zurückbekommen. Und daher muss man immer auf ihn aufpassen. Und die meisten Menschen passen nie auf ihn auf. Und dann gibt es diejenigen, die manchmal auf ihn aufpassen. Und dann gibt es diejenigen, die öfter auf ihn aufpassen. Und je öfter man auf ihn aufpasst, desto besser geht es einem. Also man kann sein eigenes Leben schon mal anschauen und sagen, wie geht's mir eigentlich? Läuft alles gut? Wenn ich meine damit nicht körperliches Komfort. Das kann sich jeder mehr oder weniger kaufen. Oder aber, wenn Krankheit ist, kann er es nicht haben. Aber wie läuft die Harmonie in meinem Leben? Und wenn die nicht läuft, dann hat man nicht auf seinen Geist aufgepasst. Auf andere Leute Geist aufpassen können wir nicht. Wir müssen auf den eigenen aufpassen. Also er hat also die Läuterung und dadurch ist er klar. Eine Klarheit des Geistes ist ein Gefühl, dass man Dinge anders sieht als sonst. Da ist ein ganz bedeutsamer Unterschied. So wie man die Dinge im Allgemeinen sieht, das kennen wir, das ist nicht interessanter. Braucht man nichts drüber zu sagen. Aber wenn der Geist die Klarheit der Konzentration bekommen hat, die Einspitzigkeit, und dadurch die Klarheit bekommen hat, dann fühlt sich das an, es ist recht spürbar beinahe, möchte ich sagen, als ob sich ein Licht geöffnet hat und auf die Dinge scheint, die man gerade untersuchen will. Das ist bitter, nur symbolisch gemeint. Da geht kein Licht an. Aber die Klarheit des Geistes kann dieses beinahe spürbar haben, dass plötzlich sieht das so aus, wie als ob sich's geändert hätte. Dabei ist es genau dasselbe wie vorher. Wir haben es nur erkannt. Und solche Dinge passieren jedem Meditierenden. Vor allen Dingen, wenn er eine Weile schon meditiert hat. Und ist immer ein Grund zur Freude. Er ist gefügig. Dieses Wort habe ich auch benutzt, oder jedenfalls habe ich das Wort geschmeidig benutzt. Ist genau dasselbe. Er macht, was man will. Wir lassen uns nicht mehr von ihm hin und her ziehen. Es ist nicht so, dass der Geist von einem Thema zum nächsten springt. Das ist der diskursive Geist, den wir ja alle kennen. Aber wenn er gefügig ist, das heißt, er hört zu, er macht, was ihm aufgetragen wird, dann haben wir einen Geist, der in seiner Geschmeidigkeit sich dorthin wenden kann, wo wir ihn haben wollen. Was natürlich äußerst hilfreich ist. Und woher kommt das, dass er nun gefügig ist? Weil die Hindernisse und die Befleckungen, die hier genannt werden, die teilweise dasselbe sind wie die Hindernisse, wenn wir noch hören, wie Barrieren wirken. Sie bringen eine Härte in den Geist. Zum Beispiel eine Ablehnung. Jeder Art, ganz egal welche. Es braucht nur die Ablehnung gegen das Wetter zu sein, was ja wirklich total banal ist. Jede Ablehnung, was immer es auch sei, bringt eine Barriere in den Geist. Und sie ist natürlich unnötig, aber sie ist nicht vorhanden.
nach den Vertiefungen. Und daher hat der Geist eine ganz andere Geschmeidigkeit. Diese Barrieren sind nicht da. Diese Barrieren sind auf Ansichten aufgebaut. Ansichten und Meinungen. So denke ich, so weiß ich, so will ich, so kann ich. Sehr gefährlich, weil die ganze Welt das hat. Und weil die ganze Welt das hat, ist es schwer zu merken, dass es nicht hilfreich ist. Jeder hat solche Ansichten. Er wird nutzbar, der Geist. Wir können ihn nun wirklich benutzen. Wir können ihn nicht mehr zu unserem Unheil benutzen, sondern zu unserem Heil. Und wir können ihn zu dem Heil anderer auch benutzen. Es ist ein nutzbarer Geist. Das heißt, dass dadurch, dass er gefügig geworden ist, können wir jeden Nutzen aus ihm ziehen. Und da er ja auch geläutert ist, kann man wohl annehmen, dass der Nutzen, zu dem wir ihn benutzen wollen, ein geläuterter ist. Also uns nicht mit Schlechtigkeiten abgeben. Wohlgemerkt, das ist alles zu der Zeit, wo der Geist noch von der Konzentration der Meditation diese Vorteile hat. Sobald man ihm wieder erlaubt, sich so zu benehmen, wie er es gern möchte, alles zu machen, was er immer tut, ist es natürlich wieder verloren gegangen. Es geht nicht vollständig verloren. Es geht nur auch in dem Maße verloren, wie der Geist sich negativ benimmt. Er ist stetig und unerschütterlich. Wenn er stetig ist, das heißt, er ist nicht diskursiv, sondern wir können ihn dorthin richten, wo wir ihn haben wollen. Wenn wir also als Beispiel nach der Konzentration in der Meditation die Vergänglichkeit wirklich mal untersuchen wollen und nicht nur einfach vor uns hin sagen, ja, ich weiß schon, das ist auch vergänglich und dann gleich zum nächsten Thema übergehen, sondern wirklich einmal eins dieser drei Daseinsmerkmale erleben wollen, dann können wir den Geist dort halten. Auf der Vergänglichkeit. Und diese Vergänglichkeit kommt dann in einem Hoch als die Erlebnisse, die wir von Sekunde zu Sekunde haben. Und dieses Erlebnis, das wir von Sekunde zu Sekunde in der Vergänglichkeit haben, bringt natürlich eine tiefere Einsicht als nur das Akzeptieren der Tatsache, dass alles vergänglich ist oder dass sogar die Ablehnung oder aber das Annehmen davon. Aber es bringt noch nicht diese innere Gefühl dafür, so dass wir, wenn immer wir wollen, zu diesem Gefühl zurückgehen können. Wenn immer wir wollen, zu dem Gefühl der Vergänglichkeit zurückzugehen, dann fühlen wir uns selbst als ein sich bewegendes Phänomen. Und da können wir noch so ruhig sitzen. Im Schlaf ist das natürlich nicht möglich, aber in jeder wachen Minute ist es möglich. Dieses sich bewegende Phänomen ist erkennbar durch den sich ändernden Gedanken, sich ändernden Atem, sich ständig ändernde inneren Körperempfindungen, durch die geänderten und sich ständig ändernden Empfindungen und Emotionen. Alles ist spürbar und erlebbar, so dass, wenn wir den Geist stetig auf der Vergänglichkeit halten können, ein neues Erleben von uns selbst erscheint. Dieses neue Erleben ist dann vielmehr wahrheitsgetreu. Sicher ändert sich der Atem andauernd. Und was machen wir damit? Atmen weiter. Oder vielleicht sind wir noch dankbar dafür, dass er nicht aufhört, was ganz richtig ist natürlich. Aber dass das bedeutet, dass wir in einer ständigen Veränderung verhaftet sind, ständig, von Millisekunde zu Millisekunde, und dass dann nirgends Substanz zu finden ist, das
ist im Allgemeinen schwer zu erkennen. Ein unerschütterlicher Geist lässt sich von nichts in irgendeiner Weise aus der Ruhe bringen. Er hat tiefe Ruhe erlebt. Wir haben 4 Vertiefungen ja durchgenommen. Also sollte man jetzt sagen, das handelt sich um die 4 Vertiefungen. Er hat tiefe Ruhe erlebt und ist daher nach den Vertiefungen unerschütterlich. Je öfter man es macht, desto unerschütterlicher wird er. Er kann also Gleichmut beibehalten. Wenn wir Gleichmut beibehalten können in unseren Lebenssituationen, werden wir ein Lebensmeister. Das ist übrigens einer der Titel, den man Meister Eckhart gegeben hat. Ein Lebensmeister, natürlich nur seine Anhänger, nicht seine Gegner. Es ist ein großes Wort, es ist ein großes Können, aber wenn wir es nicht üben, kommen wir nie dahin. Wenn wir uns über jeden Unsinn, der geschieht, immer noch aufregen, immer noch ablehnen, immer noch ändern wollen, wo bleibt dann des Buddhas Lehrer in uns? Des Buddhas Lehrer ist sozusagen ein inneres Geschehen. Erst wenn es innerlich geschieht, ist es die Lehre. Man sagt von einem Erleuchteten, er weiß nicht das Dhamma, er ist das Dhamma. Natürlich, das bezieht sich auf das Endresultat. Ich erwähne nur diese Endresultate, um das mehr zu erläutern. Es ist nicht so, dass wir nun diese Endresultate sofort können oder überhaupt uns in einer Weise minderwertig vorkommen, weil wir es noch nicht können. Aber wir können üben. Und dann, wenn dieser Geist in der Art und Weise ist, dann richtet er ihn auf die Erkenntnis von der Vernichtung der Befleckung. Und da kommt als erstes die 4 edlen Wahrheiten. Befleckungen kommen am Ende noch einmal. Und die 4 edlen Wahrheiten, die sind sozusagen das Erleuchtungserkenntnis des Buddha, die er formuliert hat, als er unter dem berühmten Bodhibaum in dem heutigen Bodh Gaya saß. Die Vertiefungen von 1 bis 8 und von wieder rückwärts von 8 bis 1 durchgegangen ist, dann mit einem Geist, der auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheiten ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich war, hat er seinen Geist auf die Erkenntnis von dem Leid hingeleitet. Und was natürlich gleichbedeutend ist mit den Befleckungen, denn Befleckungen sind Leid. Und da hat er dann formuliert, alle Existenz ist Dukkha. Hier wird gesagt, dies ist Dukkha, die Befleckungen sind Dukkha. Aber es wird auch sehr oft gesagt, alles, was existiert, ist Dukkha. Und er hat gesehen den Ursprung von Dukkha. Und er hat gesehen das Aufhören von Dukkha. Und er hat gesehen den Weg zum Aufhören von Dukkha. Die 4 edlen Wahrheiten. Da hat mich neulich jemand gefragt, der den Buddhismus kaum kennt, wieso dieser Weg nicht erst genannt wird und dann das Aufhören von Dukkha. Und ich hatte darüber eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe diese 4 edlen Wahrheiten einfach so akzeptiert, wie sie genannt werden. Aber ich denke doch, dass die ersten 3 sozusagen die Tatsache feststellen, die Ursache, und die 4. uns dann den Weg zeigt zu der Möglichkeit, nämlich Nibbana. Und er war dann auch zufrieden mit der Antwort. Dass wir Dukkha erkennen, darf natürlich nicht oberflächlich sein.
Sehr häufig, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, sind das alles Vokabeln. Bei demjenigen, bei dem das nicht ins Herz geht, der kann mit den Vokabeln noch viele Leben sich rumschlagen und wird die Sprache nicht sprechen. Ducker ist ein Sammelwort und daher ein Wort, das wir immer im Pali beibehalten. Natürlich versuche ich, keine Fremdsprache zu sprechen, denn der Buddha hat gesagt, man soll das Dhamma in seiner Muttersprache lernen, was in den westlichen Ländern gar nicht so einfach ist. Vor allen Dingen, wenn es nicht Englisch ist, wo es schon viel öfter gelehrt wird. Aber Dukkha ist ein Wort auf Pali, das so allumfassend ist, dass wir im Deutschen dafür mehrere Worte brauchen. Und daher ist es viel mehr annehmbar, ein Wort zu benutzen. Es bedeutet Leid, aber es bedeutet unerfüllt sein. Es bedeutet Unzufriedenheit. Es bedeutet die innere Bewegung, die im Inneren stattfindet und die bei allem Annehmlichkeiten doch noch sagt, das kann doch immer noch nicht alles sein. Da muss es doch noch mehr geben. Es ist, Dukkha ist, von anderen die Anerkennung zu suchen. Dukkha ist, sich über Lob zu freuen und über Tadel zu ärgern. Dukkha ist alles, was den Geist in Bewegung setzt. Denn vielleicht ist es durch die jetzt schon länger anhaltende Meditation doch schon klar geworden, dass Denken Dukkha ist. Und wenn man noch so nette Sachen denkt und sich ganz reizendes Zeug ausdenkt, es ist Dukkha, es ist Bewegung. Und was ist es außerdem? Es ist vergänglich. Es ist nicht festzuhalten. Und was ist außerdem? Es nimmt einen weg von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich die Achtsamkeit. Die einspitzige Achtsamkeit, die den Geist läutert, die ihm die Klarheit gibt, die ihn von den Unvollkommenheiten während der Achtsamkeit befreit. Und daher ist das auch Dukkha. Und was ist außerdem Dukkha? Na, dieser Körper ist natürlich Dukkha, auch wenn er mal gerade nicht wehtut. Denn Dukkha ist nicht unbedingt Schmerz oder Wehtun. Dieser Körper hat ständige Anforderungen. Also erstens, man muss ja essen. Dann kriegt er was ihm nicht bekommt, dann will er was anderes haben, muss was anderes kriegen. Irgendwas ist ihm nicht bekommen, muss was anderes kriegen. Dann muss er trinken. Dann muss er ausscheiden. Da kann er es nicht drin behalten, das muss raus. Er muss also verdauen. Er muss. Es muss alles so laufen, wie das da drin angeordnet ist, sonst landet er im Krankenhaus. Er muss sich ausruhen. Und da weiß man auch nicht ganz genau, wie lange und wie oft. Wenn man gut meditiert und gut konzentriert ist, braucht man weniger Schlaf. Schlaf ist eigentlich nichts anderes wie ein Ausruhen des Körpers, wobei der Geist die Absichten verliert, so dass es ein gewisses Ausruhen da drin schon vorhanden ist. Hat aber der Geist sich ausgeruht in der konzentrierten Meditation, dann braucht er weniger Schlaf. Dann bleibt er abends sehr häufig hellwach und kann weiter meditieren. Der Körper hat durch Alter und Krankheit ständige Gefahr, dass er sich nicht gut fühlt, dass da unangenehme Empfindungen hochkommen. Und dazu kann man vielleicht sagen, also aus persönlicher Erfahrung, dass das sehr häufig gar nichts mit Alter zu tun hat. Die jungen Menschen haben genauso Knieschmerzen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Schnupfen, Husten, alles, was überhaupt nur gibt. Es hat mit Alter recht wenig zu tun. Beim Alter ist es noch einfacher, das zu haben, aber auch nicht unbedingt nötig. So ist mit dem Körper überhaupt außerhalb von Dukkha gar nicht zu rechnen. Aber die meisten Leute glauben, dass wenn sie es nur richtig anpacken, dann kriegen sie Zucker
vom Körper und legen alles darauf an, dieses Körperzucker zu haben. Und so sieht unsere Welt aus. Und so sehen unsere Warenhäuser aus. Und so sieht alles aus, was sich abspielt. Der Menschheit glaubt, wir kriegen durch den Körper Zucker. Momentan, wieso nicht? Auch vorhanden. Für wie lange? Und dann dürfte man mal, und das ist ein wichtiges Kontemplationsobjekt, untersuchen die zeitlichen Spannen, wie oft der Körper Zucker hat und wie oft er Zucker hat. Außerhalb von Meditation. Nicht die Meditation, sondern im Leben. Im täglichen Leben. Mal untersuchen. Zeitlich. Aufschreiben. Wie oft? Wie lange? Wie lange hält's an? Wenn man Dukkha nicht erkannt hat, hat man die Lehre des Buddhas nicht erkannt. Da wird dann oft gesagt, von Menschen, die nicht praktizieren, wird oft gesagt, ach, das ist negativ, das ist pessimistisch, das ist leidbezogen. Ja, es ist überhaupt nichts davon. Es ist realistisch. Und wenn man glaubt, dass man durch Körperzucker sein Leben in so einer Weise ändern kann, dass man dann wirklich keinen Zucker mehr hat, dann muss man nochmal nachgucken. Muss man sich die Sache nochmal genau anschauen. Der Körper ist auf jeden Fall ein starker Ursprung. Das heißt also, dass wir, wenn wir den Ursprung von Zucker in uns finden, wir einen Moment des Aufhörens von Zucker haben können. Das heißt also, wir haben einen kleinen Geschmack von Nibbana. Wieso nicht? Wieso nicht mal probieren? Darum geht's doch überhaupt. So braucht man sich da nicht einzureden, na jetzt bin ich aber erleuchtet, jetzt habe ich sowieso alles erledigt, aber ich glaube kaum, dass wir das tun. Das passiert auch, aber das ist wohl nicht anzunehmen, sondern der Geist sagt, aha. Ich habe es gesehen. Und wenn er es gesehen hat, das ist eine tiefe Einsicht, dann muss er es weitermachen. Denn selbst wenn er diese tiefe Einsicht hat und sie dann nicht verwendet, hat er immer weiter Zucker. Zucker nach Zucker. Und Zucker muss nicht Tragödie sein, bitte. Es muss auch nicht Körperschmerz sein. Es muss nicht der Verlust von allem, was man liebt, sein. Das ist natürlich auch Zucker. Es ist all das, was uns im täglichen Leben immer wieder und auch in der Meditation, Kurs und in dem Tagesablauf immer wieder berührt und uns nicht vollständig beglückt. All das ist Zucker. Und wenn wir sehen, dass wir der Erschaffer des Zuckers sind, dann sagen wir vielleicht oder können wir vielleicht sagen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Und dann können wir vielleicht mal den Willen, die Willenskraft hochbringen, zu sagen, wozu das ganze Zucker? Wozu ist das nötig? Und dabei auch gleich verstehen, und das ist auch wichtig, dass wenn wir selbst unser eigenes Zucker loswerden, oder zumindest es vermindern, weil loswerden ist zu großes Wort, vermindern, unser eigenes Zucker vermindern. Wir natürlich mehr Freude haben. Und wenn wir mehr Freude haben, unsere Umwelt mehr Freude hat. Und dass diese Freude dann eine innere Regung ist von Wahrheit und Echtheit. Und nicht irgendetwas Aufgesetztes, irgendetwas Höfliches, irgendetwas Gesagtes oder Abhängiges von unseren Sinneseindrücken. Sondern es kommt aus dem Inneren des Menschen. Das heißt also, wir arbeiten an der Verminderung unseres eigenen Zuckers nicht nur für unser eigenes Glück, sondern unser eigenes Glück ist eng damit verbunden mit dem Glück unserer Umwelt. Es ist überhaupt nicht zu separieren von dem Glück unserer Umwelt. Und es ist nicht zu separieren von dem Glücks den Glück, das in der ganzen Welt besteht, von der Glücksmenge. Das ist nicht zu separieren davon.
So dass auch, was auch manchmal gesagt wird, also, und vielleicht auch schon zu einem selbst gesagt worden ist, man sitzt da für sich selbst ganz selbstsüchtig und betrachtet seinen Atem und was wäre denn mit dem Rest der Welt? Das ist klar, was mit dem Rest der Welt ist. Der Rest der Welt sinkt in Abgründe, je mehr Abgründe wir hier drin haben. Und der Rest der Welt wird etwas hochgehoben, je mehr wir uns selbst hochgehoben haben. Es geht nicht anders. Es ist unmöglich, dass es anders ist. Und diese Verantwortung der Welt und der Umwelt gegenüber hat jeder Meditierende. Und wenn er diese Verantwortung noch nicht in Betracht gezogen hat, dann muss er das unbedingt tun. Es ist eine ganz tiefgehende Verantwortung, die wir als Meditierende haben, jedem gegenüber. Und es ist außerdem noch auch vielleicht dazu zu sagen, dass die Menschen, die uns gut kennen, und es gibt ja immer einige, die uns gut kennen, wenn die nicht merken, dass unsere Meditation was gebracht hat, bestimmt nicht anfangen zu meditieren. Aber sollten sie merken, dass sich eine andere Atmosphäre gebildet hat, und das ist das, was aus uns herausfließt, eine andere Atmosphäre, dann können sie schon sich dafür interessieren, auch mal so etwas zu machen, wenn uns daran liegt, dass sie auch mal so etwas machen. Die Verantwortung ist unsere. Ob der andere das merkt oder nicht, ist nicht der springende Punkt. Wir haben die Verantwortung. Und wenn uns es wirklich klar wird, wo der Ursprung von Dukkha herkommt, und das sollte uns auch schon dadurch klar geworden sein, durch das Etikettieren, innerhalb und außerhalb der Meditation, dass jegliches Negative uns Dukkha bringt. Und dass das Ersetzen das Dukkha aufhebt. Und dass wir dann den Moment, einen kleinen Moment der Freiheit erleben. Dieser kleine Moment der Freiheit ist so anders wie der Druck, den wir sonst immer auf uns haben. Dass es eigentlich anzunehmen wäre, dass man diesen Weg weiter verfolgt. Aber unsere Befleckungen sind genauso stark wie unsere Weisheit und sind bei einem Unerleuchteten ständig in Konflikt. Wir haben sozusagen ein Schlachtfeld da drin. Da sind Konflikte. Die Befleckungen der Gier, der Begierde, des Habenwollens, des Ändernwollens, des Andersseins, die Befleckungen, die durch unsere Verblendung kommt, die sind ganz stark in uns verankert. Unsere Weisheit ist auch vorhanden. Die Weisheit, dass wir ausprobiert haben, aha, wenn ich das fallen lasse, dann habe ich keinen Dukkha. Und dennoch spricht die Gier mit ganz deutlichen Worten. Ich hätte doch aber das gerne. Oder wäre es nicht viel schöner, wenn es so wäre? Oder wieso kann der mich nicht verstehen? Ich muss nochmal probieren. Oder, was immer es auch sei, die Begierde, es so zu haben, wie wir es uns vorstellen, ist stärker, sehr häufig, als die Weisheit. Da sind die Gefahren und da ist immer wieder das Aufhören des Praktizierens. Das Einzige, was uns dabei hilft, oder zwei Dinge, die uns dabei helfen. Das eine ist, die Vertiefung immer wieder zu machen. Tagtäglich. Nie auslassen. Denn die sind immer wieder mit Läuterung verbunden. Oder auf jeden Fall zu meditieren. Und das zweite ist, die Achtsamkeit. Die ist auch mit Läuterung verbunden. Sodass die Weisheit etwas stärker wird. Braucht ja nur ein Atom stärker zu sein als die Begierde. In dem Moment, wo die Weisheit ein Atom stärker ist als die Begierde, können wir die Begierde fallen lassen. Solange die beiden noch miteinander kämpfen, ist es sehr leicht möglich, dass die Begierde gewinnt. Und je öfter die Begierde gewinnt, desto mehr Dukkha haben wir.
Also man kann das ganz leicht feststellen in seinem eigenen Leben. Ob die Begierde öfter gewinnt oder ob die Weisheit öfter gewinnt. Wenn man das Leben nicht sehr gut verläuft, weil man keine Harmonie hat, weil man viel Dukkha hat, na, dann hat die Begierde öfter gewonnen. Solange wir in uns einen Kriegsschauplatz haben, wo die beiden miteinander kämpfen, ist wohl nicht daran zu denken, dass es Frieden gibt. Und wir brauchen nur von unserem eigenen Kriegsschauplatz auf den Kriegsschauplatz anderer zu schließen. Wir sind nicht anders als die anderen. Die anderen sind nicht anders als wir. Die anderen haben vielleicht sogar noch den Nachteil, dass sie überhaupt nichts davon gehört haben, von diesem Kriegsschauplatz. Und gar nicht sich ranmachen können, vielleicht dort mal wenigstens einen Waffenstillstand zu schließen. Das wäre ja auch schon was. Auch wenn es vielleicht nicht permanenter Waffenstillstand ist, aber jedenfalls doch mal eine momentane. Also denen geht's noch mal nicht mal so gut. Die haben noch nichts davon gehört. Also ist wohl anzunehmen, dass mit diesem Kriegsschauplatz, der sich hier abspielt, von Frieden nicht die Rede sein kann. Das sind Utopien. Das bedeutet nicht, dass man nicht daran arbeiten kann. Aber woran man arbeiten muss, ist, dass dieser innere Krieg da mal eines Tages so vermindert ist, dass die Weisheit so überhand genommen hat, dass die anderen Sachen nicht mehr hochkommen. Und dann ist Ruhe. Dann herrscht endlich mal Ruhe. Und das ist das Erkennen von der Vernichtung der Befleckungen. Das ist erst einmal die 5 Hindernisse. Ich werde die anderen 5 auch noch erklären. Und das Erkennen, dass nur die Vernichtung von diesen Befleckungen Frieden bedeutet. Denn wir wissen ja schon durch die Meditation, dass selbst das momentane Auslöschen durch die Konzentration uns momentanen Frieden und Glück gebracht hat. Und den Unterschied zu kennen zwischen dem Frieden und Glück der Meditation und dem gewöhnlichen Zustand in unserem Leben bedeutet, dass wir das in der Tiefe erkannt haben. Die ersten beiden edlen Wahrheiten, dass da etwas los ist bei uns, was nicht friedlich ist, daher Dukkha, und dass es einen einzigen Grund nur gibt, führt uns dann oder kann uns dazu führen, dass die dritte edle Wahrheit ganz momentan zu erleben. Und ich möchte das noch einmal wiederholen, weil ich das für äußerst wichtig halte. Und außerdem hat der Buddha sich andauernd wiederholt, also braucht man da keine Angst zu haben, sich zu wiederholen. Ausprobieren. Nicht glauben. Ausprobieren. Irgendetwas finden, was einem nicht passt. Irgendwas. Ich glaube nicht, dass das so schwierig ist. Jeder hat irgendwas, was ihm nicht passt. Und wenn es noch so absurd ist. Vielleicht passt ihm der Nachbar nicht. Was immer es sei. Irgendwas finden, was einem nicht passt. Und diese Bewegung da innen spüren. Diese Bewegung der Ablehnung, die Bewegung der Angst, die Bewegung der Hoffnung auf Änderung. Diese ganze Bewegung da drin spüren. Und dann das, was einem nicht passt, so zu akzeptieren, wie es ist, und die ganze Sache fallen lassen. Und dann den Unterschied verspüren. Ruhe. Wenn es auch nur momentan ist. Ist okay, wie es ist. Totale Ruhe. Alles ist erledigt. Selbstverständlich, der Geist holt sich dann die Sache wieder hoch, aber das schadet nichts. Er hat's erlebt. Und das erwähne ich jetzt eben also zum zweiten Mal, weil ich das für so wichtig halte als eine Übung. Die ganzen Dinge, die der Buddha lehrt, müssen wir alle mal üben. Wenn wir sie nicht üben, dann werden wir sie nie als unser eigen empfinden können. Dann sind sie zwar eine hochinteressante Lehre, oder eine Lehre, die sich gut anhört oder sehr vernünftig und logisch ist, aber ist nicht unseres. Das gehört dem Buddha. Der Buddha brauchst du nicht.
Wir brauchen sie. Wir sind diejenigen, die es brauchen. Also, uns zu eigen machen. Das Aufhören von Dukkha heißt Nibbana, das haben wir bereits einmal erwähnt. Pali Nibbana, Sanskrit Nirvana. Nirvana ist auch so ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch sich da eingeschlichen hat und für alle möglichen und unmöglichen Dinge verwendet wird. Und aber dennoch weiß so fast jeder wohl heutzutage, dass was Gutes ist. Weiß zwar nicht genau, was es ist, aber es ist was Gutes. Es ist etwas Wünschenswertes. Und ich habe auch öfter mal eine Schokoladentafel geschenkt bekommen, die Nirvana heißt. Und auch was Gutes. Also man weiß, das muss irgendwas dran sein. Aber was ist natürlich fremd? Und das werden wir auch jetzt nicht besprechen. Denn es ist so, dass wir doch bei der denn ich habe ja bereits erwähnt, wie wir den momentanen Freiheitsmoment bekommen können, das momentane Freiheitsgefühl. Was wichtig ist, ist, dass wir noch den edlen achtfachen Pfad besprechen und aber auch noch etwas. Und zwar uns einmal vor Augen führen, wie wir im Allgemeinen mit unserem Dukkha umgehen. Im Allgemeinen ist uns nicht klar, dass wir den Wunsch der Veränderung fallen lassen können. Wir glauben alles, was wir denken. Wir sind so gewöhnt daran, denken so viel, haben so viel Vorurteile und Urteile, dass wir daran glauben, dass die äußere Veränderung unser Dukkha auch vollkommen wegnehmen wird. Dabei sind wir alle schon alt genug, um das oft genug erfolglos probiert zu haben. Und das ist etwas, was einen immer wieder wundert. Jeder, nicht nur Meditierende, jeder hat das schon so oft erfolglos versucht, das Dukkha loszuwerden, um durch das Ändern derjenigen, die um einen herum sind, oder das Ändern der Situation oder dem, was immer es ist, und ist dennoch sein Dukkha nicht losgeworden, dass man meinen müsste, dass jeder das schon gemerkt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Fast keiner hat es gemerkt. Man hat zwar das Dukkha gemerkt, aber nicht, dass man auf die Art und Weise es nicht los wird. Und das hat natürlich mit diesem Schleckung, mit dem Hindernis der Begierde zu tun, die auch noch deutlicher erklärt werden wird, weil sie ja noch andere Konstellationen in sich hat, außer das Habenwollens. Sie hat damit zu tun, weil sie so stark ist und weil sie uns immer sozusagen auf Abwege führt, wo wir dann Hoffnungen hegen, weltliche Hoffnungen. So dass wir verschiedene Art und Weise benutzen, um unser Dukkha durch Änderungen loszuwerden. Also das erste ist mal natürlich dem anderen Bescheid sagen. Das nutzt, funktioniert überhaupt nicht, das hat jeder schon probiert. Das nutzt gar nichts. Dann ist es, sich abzulenken. Und das funktioniert momentan. Dafür haben wir ja unsere ganze Elektronik und das funktioniert momentan mit dem Ablenken. Aber das Ändern ist nicht nur dem anderen Bescheid sagen, sondern da werden dann Neuerungen vorgenommen. Also, ein neue Diät, neuer Partner, neuer Chef, neue Lernvorgang, neue Lehrer, neue Sprache, neues Land, was immer es sei. Manchmal sogar ein neues Kind. Alles ist möglich, um diese Sache irgendeinen Aufschwung zu geben. Und ganz momentan kann es sogar, ach so, neues Haus, neue Wohnung, habe ich noch vergessen, das ist ganz wichtig. Und ein neuer Stadtteil. Momentan hat das auch was für sich, weil es einen ja äußerst beschäftigt, zum Beispiel, wenn man auf Reisen geht. Da hat man überhaupt gar keine Zeit, sich irgendetwas zu überlegen. Man ist ständig beschäftigt, überhaupt die Sache über die Runden zu bringen. Noch dazu in einem Land, wo man die Sprache vielleicht nicht versteht.
Also, da hat man überhaupt keine Zeit. Aber da kommt sehr viel Hass hoch. Weil es eben schwierig ist. Und dennoch, alle diese Dinge, die wir da machen, diese Erneuerungen oder die Ablenkungen, die sich also im Allgemeinen auch auf die Unterhaltungen, die wir pflegen, beziehen, und diese, all das sind ganz momentane Erledigungen, die wir machen können. Die führen nicht zu einer tiefinnerlichen Veränderung. Und das ist der Unterschied, der ein Meditierender erkennen muss, dass die äußerliche Veränderung mit der innerlichen Veränderung überhaupt nichts zu tun hat. Ich kann sitzen, wo ich will, wenn ich die Vertiefung kann, kann ich sie. Muss ich natürlich erstmal lernen. Muss ich erstmal lernen in der Abgeschiedenheit. Aber wenn ich es erstmal kann, ist ganz egal, wo ich sitze. Und auch etwas, was ich bereits erwähnt habe, ich erwähne es noch einmal, weil es da hier reinpasst. Und es ist ganz egal, was ich mache. Es kommt darauf an, wie ich es mache. Das ist die Sache mit den, ich möchte nicht noch eine heilige Nonne, ich möchte eigentlich die Toiletten sauber machen. Es ist wirklich egal, was man macht. Es ist sowieso alles bald zu Ende. Und wenn man es auf eine Art und Weise macht, die geläutert ist, makellos ist, die selbstlos ist, so ist es immer von Hilfe. Ganz egal, was es ist. Und das wird immer wieder falsch verstanden. Es muss etwas in Anführungszeichen Spirituelles sein, was man macht, wenn man auf diesem Weg ist. Also ganz großes Fehldenken. Es ist, wie wir es machen, dass es spirituell wird. Wie wir es an Jan Theresa von der Villa als Ausspruch sehen können. Also wir haben hier jetzt erstmal die erste, zweite und dritte edle Wahrheit und sind der Sache näher gekommen, dass dieses Dukkha, das wir in uns verspüren, auf unsere Befleckungen zurückzuführen ist. Und wenn uns das nicht nur glaubhaft erscheint, und das ist natürlich der erste Schritt, sondern wenn wir es erkennen in uns, dann sind wir auf dem Weg.